Abul Bara, wir möchten noch mehr hören, weil wir lernen gerade Allah Azza wa Jalla kennen. Wir alle lernen gerade Allah Azza wa Jalla kennen. Möge Allah Azza wa Jalla uns ihn unendlich lieben lassen. Möge Allah Azza wa Jalla keine Liebe größer und gewaltiger und vollkommener sein, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Höre sogar, o Diener Allahs, wenn eine Frau ein Kind gebärt, und das kann sein, dass eine Schwangere vielleicht jetzt gerade ein Kind gebärt in Palästina, möge Allah unsere Geschwister schützen, und dabei entbindet sie und sie wird vielleicht von einer Rakete getroffen. Was passiert hier? Höre diese Überlieferung, die Imam Ahmad ebenfalls überliefert hat und Abu Dawud von Ubadah ibn Samit radiallahu an. Er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, die Frau, die entbunden hat und sie stirbt, entweder vor der Entbindung, während der Entbindung oder nach der Entbindung, sie stirbt. Aus welchem Grund auch immer. So wird ihr Kind, welches sie zur Welt gebracht hat, er wird sie Yawmul Qiyamah mit der Nabelschnur, die ihn und seine Mutter verbunden hat, er wird sie damit in das Paradies hereinziehen. Allahu Akbar. Er wird sie mit der Nabelschnur in das Paradies hereinziehen. Subhanallah. Wer ist dann noch traurig, dass unsere Geschwister jetzt so hart geprüft? Wer? Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, er prüft dich nicht mit einer Sache, außer dass er dir etwas Besseres dafür gibt.